So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir machen gerade Spaziergang mit Jonas. Sandra hat gesagt, es gibt schon wieder irgendwie neue Burger bei McDonald's. Jetzt haben wir hier dieses fette Schild. Das kennt ihr vielleicht. McCrispy. So laut, so gut. Wir haben den McCrispy ja schon mal getestet. Das war das Ding in der Mitte. Und den fand ich auch lecker. Den fand ich wirklich gut. Hätte ich nochmal gegessen. Jetzt gibt es den heute im Angebot für, glaube ich, 3 Euro mit Gutschein. Und es gibt noch 2 neue Varianten. Es gibt nämlich jetzt auch den McCrispy Coleslaw. Den findet Pupsi interessant. Ihr seht ja, da ist natürlich hier Kraut drauf. Und ihr wisst, ich bin ein Coleslaw-Fanatiker. Ich hole mir von Pop immer den Coleslaw und esse den mit Samyang, damit das nochmal frischer ist und leckerer. Und ach, ihr kennt mich, ihr wisst Bescheid, ich brauche es euch nicht erklären. Und hier haben wir den McCrispy Bacon TS. Und wer immer noch nicht weiß, was TS ist, TS heißt immer Tomatensalat. Denn da ist Bacon drauf, da ist Salat drauf und Tomate, also alles komplett. Wir wollen jetzt mal reingehen, mal gucken, ich glaube Pupsi will den Coleslaw nehmen, ich will den Bacon TS nehmen, obwohl ich eigentlich den Coleslaw, der würde mich auch mehr interessieren, aber wir müssen ja beide jetzt testen und dann mal gucken, wie die schmecken. So, da sind wir zurück, haben jetzt die 2 Burger hier am Start, den McCrispy mit Bacon TS, die sind ja wieder in so einem super Karton angerichtet und hier drüben habt ihr was zum Reindrücken, hier vorne habt ihr was zum Reindrücken und das ist reingedrückt, weil das ja der Bacon TS sein soll. Wir können den Karton mal aufmachen, mal reingucken, wie das dann aussieht. Da ist einfach alles verrutscht. Sieht aus wie ein Burgersalat, wenn ich mir das so betrachte. Und ja, hab halt hier typisch natürlich den Salat drauf. Hier seht ihr also Salat und Tomate. Hier unten, ich suche gerade noch den Bacon. Unter dem Käse, hier unter dem Käse ist Bacon versteckt. Der riecht halt wieder ziemlich pervers. Ich bin halt nicht so der Bacon-Freund, das sage ich ja immer wieder dazu. Deswegen hätte ich gar keinen Bacon TS genommen. Bei dem Royal TS ist ja auch mit Tomatensalat. Der schmeckt mir leider auch nicht so immer. Was ist das denn? Ist auch Bacon drauf? Das kann doch nicht sein. Das müsste jetzt der mit Coleslaw sein. Der sieht auf jeden Fall erstmal besser aus, weil der ist nicht so durcheinander gewürfelt. Der sieht einfach geordnet aus. Geordnet, passt. Hier machst du hoch, hast du hier ganz viel Soße oder ganz viel Creme drauf. Du hast auf dem Käse, da ist Coleslaw, auf dem Bun ist Coleslaw, überall ist Coleslaw. Aber irgendwie fliegt hier unten auch Bacon rum, den man einfach auch rausnehmen kann, dass ihr so Baconstreifen habt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der Bacon ist extra dem Bacon TS vorbehalten. Jetzt versuchen wir es mal beide für das Thumbnail irgendwie reinzuhalten, dass ihr das seht, wie das ausschaut. So, das ist das eine, das ist das andere. Jetzt probieren wir zuerst den Bacon TS, weil das ist der, den ich dann auch essen muss. Außer Pupsi schmeckt der andere nicht. Und der Bacon TS schmeckt ja auch nicht. Da muss ich wahrscheinlich beide essen. Beißen wir hier vorne in das Fleisch. Okay, da ist jetzt eine Tonne Panade dran. Das macht das ganze Ding natürlich sehr knusprig, aber gleichzeitig auch mega trocken für mich. Ich habe jetzt auch von dem Fleisch kaum was geschmeckt. Ich habe gefühlt nur Panade im Mund gehabt. Eine Stunde auf der Panade rumgekaut. Ich brauche mal eine Ecke, wo der Bacon versteckt ist, nämlich hier drüben. So, gefühlt war das auch wieder ein Krampf, das Ding zu kauen. Ich weiß nicht, beim letzten Mal, als ich den ganz normalen Crispy hatte, war der besser. Der war sehr knusprig, aber der war trotzdem nicht irgendwie so trocken. Heute ist der trockener. Wenn du aber weiter hinter kommst, wo so ein Fladen Soße drauf hängt, dann ist das trocken, aber gleichzeitig total von Soße voll getrieft an der anderen Ecke. Aber du hast erstmal trotzdem das Trockene und wirst dann überschwemmt. Vom Bacon merke ich fast gar nichts, was ich eigentlich gut finde, da ich ja wie gesagt nicht so der Bacon-Freund bin. Das heißt, der fügt sich, der gibt vielleicht eine kleine Würze dann noch mit rein. Aber der sticht nicht so heraus, dass du auch einen Bacon essen kannst, wenn du keinen Bacon magst, weil du den Bacon gar nicht so sehr merkst. Jetzt will ich erstmal den anderen probieren. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie der Originale war. Aber der müsste doch trotzdem auch Salat drauf gehabt haben. Und hat er nicht auch dieselbe Soße gehabt? Das heißt, auf dem normalen waren keine Tomaten und kein Bacon. Aber Salat müsste doch drauf gewesen sein. Der sieht, wie gesagt, besser aus, kompakter aus. Da fliegt nicht alles weg durch den Salat.
Das ist alles schön geordnet, schön zusammen. Hier vorne ist halt auch Bägen. Wir drehen den aber mal um. Versuche mal nicht in den Bägen, sondern nur in die Ecke, wo viel Coleslaw ist, Soße und viel Kruste. So, hier war die Kruste nicht so fett. Ich war viel schneller bei dem Fleisch. Das Fleisch hat man auch besser rausgemerkt als beim anderen. Du hast wieder eine Tonne Soße drauf, die dich komplett vollgeschmiert hat überall. Aber du merkst den Coleslaw nicht wirklich. Jetzt habe ich mich gefreut auf den Coleslaw, aber der Coleslaw geht in der Soße irgendwie unter. Und es schmeckt eigentlich fast alles nur nach der Soße. Auch wenn der Coleslaw für die Konsistenz noch ein bisschen vielleicht was hermacht. Wir drehen es mal. Eine Heidensauerei. Wir drehen es mal an eine Ecke, wo Bacon mit ist. Hier hinten ist ein schöner Bacon-Spot. Wir beißen mal hier hinten, ob das mit dem Bacon noch was anders macht. Nach dem Biss mit dem Bacon-Stück merkt ihr auf jeden Fall eine leicht salzige Note noch im Abgang. Aber die braucht es jetzt nicht wirklich, finde ich. Bei Hähnchen und Bacon und Salz passt für mich eh nicht zusammen. Von dem bin ich ein bisschen enttäuscht. Der sah so gut aus. Wird von der Soße einfach nur geführt. Der andere, da geht der Bacon auch irgendwie unter. Was mit dem Salat, weiß ich nicht. Ist eine Riesensauerei, alles hin und her. Alles zu kross diesmal. Und da kosten die Dinger fast 7 Euro. Ich würde sagen, nehmt den Gutschein. Heute 3 Euro für den normalen McCrispy. Gönnt euch lieber einen normalen McCrispy, denn der war was Besonderes, als der frisch rauskam. Die zwei Varianten brauche ich nicht. Würde ich auch nicht nochmal kaufen. Da bleibe ich bei dem normalen. Weil das macht es nochmal teurer. Aber du merkst nichts davon. Und das habe ich bei beiden irgendwie das Gefühl. Jetzt bin ich komplett vollgesaut. Hier ist alles voll mit dieser Senfsoße oder was das sein soll. Es müsste ja bei beiden die gleiche Soße sein. Und ja, jetzt kann ich Pupsi ihren Burger reinbringen. Und mal gucken, was sie sagt, welcher besser schmeckt. Wenn sie das noch hier sagt, dann können wir das ja noch irgendwie mit reinschneiden. Ich sage euch nochmal Feedback. Ansonsten Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.